Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus kabelgebundenen Kopfhörern Bluetooth-Kopfhörer bauen könnt. Ich verwende hierfür gebrauchte Kopfhörer, bei denen das Anschlusskabel defekt ist und auch die Polsterung an den Lautsprechern fehlt. Nach einigen Umbaumaßnahmen kann man die Kopfhörer mit dem Smartphone per Bluetooth verbinden und ohne Kabel Musik hören. Jetzt zeige ich euch noch schnell die Bauteile. Das erste Bauteil ist der Kopfhörer. Ich verwende hier ein ganz normales Headset, welches kabelgebunden ist. Als weiteres Bauteil verwende ich zwei neue Polsterungen für die Lautsprecher, da die originalen einfach nicht mehr gut waren bzw. eins gefehlt hat. Das dritte Bauteil ist ein Laderegler, welches mir erlaubt, den Akku, den wir einbauen müssen, da wir den Lautsprecher nicht mehr über Kabel verbinden, aufzuladen. Das letzte Bauteil ist der Bluetooth-Empfänger, welcher erlaubt, die Kopfhörer mit einem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät zu koppeln. Fast hätte ich es vergessen, auch noch ein Akku wird benötigt. Ich verwende hier einen einzelligen Lithium-Polymer-Akku mit 700 mAh. Die ganzen Bauteile findet ihr auch in der Videobeschreibung in der Baudokumentation verlinkt. Als erstes wurde der Kopfhörer auf beiden Seiten aufgeschraubt. Darunter findet ihr die eigentlichen Lautsprecher. An Lautsprechern werden jetzt die vorhandenen Kabel abgelötet, da wir diese ja nicht mehr benötigen. Im nächsten Schritt wird das Bluetooth-Modul geöffnet. Darin findet ihr eine Platine mit einem USB-A-Stecker und einem 3,5 mm Klinkenanschluss. Wie auch den USB-A-Stecker und den Klinkenanschluss müsst ihr ablöten, weil wir einfach nur die Lötpads auf der Platine brauchen. Als nächstes habe ich in die leeren Lautsprechergehäuse die Elektronik eingebaut. Auf eine Seite kommt der Akku und der Laderegler und der Schalter, auf die andere Seite das Bluetooth-Modul. Mit einem Kabel, welches am Bügel verläuft, werden die zwei Hälften verbunden. Dann habe ich alle Bauteile, wie auf diesem Schaltplan zu sehen, miteinander verbunden. Ihr findet den Schaltplan auch in der Baudokumentation. Nachdem alles zusammengeschraubt wurde, kann der Kopfhörer getestet werden. Wie ihr hört, es funktioniert. Wenn eine Verbindung besteht, blinkt das blaue LED am Bluetooth-Modul. Und wenn die Kopfhörer leer werden, könnt ihr diese ganz normal über eine Micro-USB-Buchse wieder aufladen. Das wäre jetzt auch schon das Ende des Videos. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie man den Umbau zu Bluetooth-Kopfhörer durchführt. Zurzeit ist gefühlt jedes dritte Kommentar die Frage, wenn wieder Videos kommen. Natürlich wird es noch bis zum Ende der Sommerferien, nämlich dem 13.09., etliche Videos geben. Manche davon sind sogar schon gefilmt oder die Bauteile liegen schon seit Monaten in der Werkstatt. Zum Beispiel hier. Der portable Lautsprecher 3.0. Vollkommen fertig, muss nur noch geschnitten werden. Diesmal mit einem 700 Watt Subwoofer und einem Autoradio. Andere Videos wie das Laborteil oder andere Sachen werden natürlich noch folgen. Um keins der Videos zu verpassen, empfehle ich euch zu abonnieren, uns auf Facebook zu besuchen oder um zu sehen, wie weit wir bei manchen Projekten sind, auf Instagram vorbeizuschauen. Somit viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.